Willkommen zurück zu Ayuden Chronicle 100 Heroes. Und ja, heute hatte ich ja vor, so ein bisschen eine Folge der Nebensächlichkeiten zu starten. Und ich würde gerne mit dem Handeln beginnen. Wir hatten ja jetzt noch einen Charakter, für den wir, glaube ich, einen Mindestgewinn von 50.000 ansammeln mussten. Da habe ich ja schon ein bisschen was von gemacht, aber nicht alles. Den Rest wollte ich mit euch zusammen machen. Ich muss mal eben kurz gucken. Ich habe einen Ort, den würde ich schon mal direkt als Beispiel nehmen wollen, weil da habe ich auch recht viel Geld mit gemacht zwischendurch. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es nicht auch einen anderen gäbe. Ich glaube, der könnte sich nämlich auch eignen. Wir gehen mal erstmal zu einem der Hafenstädte, war es, glaube ich. Ich muss nur eben finden. Es war nicht Osten, es war Westen, das weiß ich noch. Da muss es am Ende sein. Genau. Genau, deswegen habe ich es auch recht früh rausgefunden hier. Alright. One perfect teleportation. Das war ja auch der Ort, wo wir den Typen gefunden haben. Und da gibt es was zu kaufen, was schon mal Sinn macht. Ich sagte euch ja schon im letzten Mal, aber ich sage es gerne auch jetzt nochmal. Diese Pfeile, die steigende und sinkende Preise kennzeichnen, die sind eher so ein Zünglein an der Waage. Die sind gar nicht so relevant für den Handel. Der Handel lebt vielmehr davon, dass du die Fixpreise kennst. Weil die jeweiligen Orte haben ganz fixe Sachen, die sie verkaufen und ankaufen. Sie haben tatsächlich aber auch dafür fixe Preise. Und die sind teilweise in sehr großen Unterschieden, wie ihr gleich bemerken werdet. Und da sind die Prozente nur an dem Ort verändert. Und das ist dann nicht mehr so relevant. Ich glaube, da konnte man nämlich Schnitzereien hier ganz gut kaufen, die recht billig sind. Guck mal, jetzt haben wir hier Schnitzereien kaufen, die sind aktuell 4% weniger, als sie sonst sind. Das heißt, sie würden auch zum Vollpreis nicht viel mehr kosten als das hier. Ne? Wir kaufen eben die gesamten Schnitzereien hier auf. So. Und dann gehen wir noch zu dem anderen Ort. Den habe ich nämlich dann auch dafür benutzt. Ich meine, das war der. Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht. Und zwar gehen wir einmal in die imperiale Stadt. Das war, glaube ich, diese hier, ja genau. Ich meine, die waren das. Und während wir da hingehen, holen wir uns auch den Typen für das Theater. Wenn wir den jetzt schon rekrutieren können, habe ich nämlich, glaube ich, noch nicht gemacht. Müsste ich mittlerweile tun können. Aber was machen wir gleich. Ich glaube, hier konnte man Schnitzereien auch noch zu einem relativ günstigen Preis kaufen. Relevant ist nämlich tatsächlich ein anderer Ort, wo man sie zu einem pervers hohen Preis verkaufen kann. Und das ist eine der guten Möglichkeiten, Geld zu machen. Das geht natürlich im Großen und Ganzen für jede einzelne Ware. Ich kenne jetzt nicht jeden Ort auswendig, was der kauft und was der verkauft. Vor allen Dingen auch nicht die Preise. Ich denke, da ist es sinnvoll, so ein bisschen zu experimentieren. Sich verschiedene Preise anzugucken, Stichproben zu nehmen und dann sich zu notieren, damit man sie abgleichen kann. Ich meine, ihr kauft Schnitzereien auch recht günstig, sieht man hier. Das ist jetzt 102%, aber ihr seht ja jetzt schon, das kommt da gar nicht hin, wenn das überall derselbe Preis wäre. Weil dann müsste das eigentlich wesentlich niedriger sein. Es ist aber immer noch ein ziemlich niedriger Preis. Das muss man auch erstmal wissen. Das ist ein niedriger Preis, wenn man bedenkt, wo man es nämlich verkaufen kann. So. Jetzt haben wir 10 Stück davon, das ist schon mal ganz gut. Und damit gehen wir, glaube ich, war das, wenn ich mich nicht irre, ist das Imperial Shark oder diese komische Haifisch-Hauptstadt. Ich glaube, die kaufen Schnitzereien nämlich zu sehr hohen Preisen. Und da können wir nämlich alles dann loswerden, was wir an Schnitzereien aufgekauft haben. Das sind so ziemlich, glaube ich, die beiden besten Orte, die ich jetzt rausgefunden habe, um Schnitzereien zu erwerben. Wir gehen aber noch ganz fix rüber, wenn wir eh schon hier sind, und holen uns vielleicht eben den Theatertypen, wenn er jetzt mitkommen mag. Das wäre natürlich dann zwei Fliegen mit einer Klappe, da sage ich nicht nein zu, ne? What I need is to lay eyes on a script with enough passion to reignite my love for drama. Okay, also er will wirklich ein Drehbuch von uns. Wo kriegen wir denn ein Drehbuch her? I see you've got one with you, but... Oh, jemand's dabei? I don't think that's a play that will speak to me. I am sorry. Okay. The story I'm looking for will have passion. Wo haben wir ein Drehbuch her, dass wir ihm was vorzeigen konnten? Hä? Ich habe keine Ahnung, was für ein Drehbuch wir ihm gerade vorgezeigt haben, wenn ich ehrlich bin. Ich habe immer noch eins der Bücher dabei, glaube ich, die ich nicht abgegeben habe, aber das kann ja nicht sein. Weil sobald ich die abgebe, sind die ja weg. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Okay, schade, ich hätte ihn gerne mitgenommen, aber ist wohl noch nicht möglich. Müssen wir irgendwann mal rausfinden. Gut, egal, wir waren ja hauptsächlich im Handel hier. Jetzt gehen wir nach Imperial Shark. Alright. One per
Im optimalen Fall wüsste man jetzt auch die Dinge, die sie da verkaufen und ob das gute Preise sind. Das weiß ich jetzt aus dem Kopf leider nicht. Da könnte man nämlich gleich hier wieder Sachen kaufen und ansammeln, um die woanders zu verkaufen. Aber ich glaube, dieses kleine Beispiel mit den Schnitzereien, was ich für mich so ein bisschen genutzt habe, auch zwischendurch schon, ist ganz gut. Ihr werdet nämlich gleich sehen, erstmal sehen, dass es hier für extrem hohen Preis angekauft wird von uns. Dass wir da schon mal gut Gewinn machen können. So, Schnitzereien. Hier, 2699. Aktuell sogar noch ein bisschen höher, weil der Preis höher ist. Und das ist ja, wo man darauf achten kann, wenn man sagt, okay, die Schnitzereien hier haben immer einen fixen Preis, bis auf so ein bisschen die Prozente, die hoch und runter gehen. Jetzt könnte man natürlich sagen, man wartet auf so eine Situation, wo 107% da sind, da kriegt man auch ein bisschen mehr Kohle dafür. Aber das macht den Braten nicht fett. Es ist wirklich einfach nur relevant, die fixen Preise zu kennen. Das andere ist wirklich nur Spielerei. Und ihr erinnert euch, das haben wir jetzt gekauft in anderen Städten. Das eine war irgendwie 600 noch was, das andere war 700 noch was. Und hier können wir es für fast 2700 pro Stück verkaufen. Das heißt, das sind jetzt mal eben so 26.000. Und da ist auf jeden Fall Gewinn enthalten, ne? So, ich guck mal kurz, was die hier kaufen, also verkaufen. Das sieht jetzt alles nicht nach den besten Preisen aus. Ich könnte mir vorstellen, dass man die Teersteine irgendwo loswerden könnte zu einem besseren Preis. Aber ich bin mir nicht sicher genug und ich will keinen Blödsinn jetzt machen. Dann mache ich lieber noch ein anderes Beispiel. Das ist sogar ein Beispiel, das einem das Spiel beigebracht hat. Und was ihr vielleicht auch sehr früh mitbekommen haben sollt, wenn ihr es selber spielt. Und das ist in diesem kleinen Dorf. Wo ist es denn? Werner, glaube ich. Werner hat einen Händler. Ne? Sieht man da oben immer. Ja, hat einen Händler. Gut. Alright. One perfect teleportation. Da sagte ja schon dieser eine Typ neben dem Händler, dass du diesen Tee kaufen solltest. Und dass man den in Hishan gut verkaufen könnte. Und das stimmt tatsächlich auch. Das ist keine Flunkerei. Das ist die Wahrheit. Das war er hier, ne? Hast du schon mal von Shenstein-Tee gehört? Es gibt äußerst seltene Tee aus der Ostprovinz. Sehr schwer in die Finger zu kriegen, also kannst ihn an diesem Handelsposten bekommen. Es ist nicht günstig und man kann seinen Aufschlag berechnen und ihn in der Stadt verkaufen, ja. Ja, das ist, glaube ich, günstiger als da, wo ich es nachher kaufen kann. Wir kaufen mal die 13 Stück. So. Die schwarzen Eier, ich weiß nicht, ob man die irgendwo billiger bekommt, da bin ich mir unsicher. Beim Rest würde ich jetzt nicht zuschlagen, weil es einfach wirklich weiß. So, und ich meine, Hishan kann man das ganz gut verscherbeln. Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht. Dann gucken wir gleich mal, ob ich vielleicht den Gewinn mittlerweile drin habe. Weil so viel Leute würde ich mir fehlen dürfen. Aber ihr müsst halt nur ein paar Waren finden, die ihr irgendwo günstig verkaufen, einkaufen könnt und irgendwo teuer verkaufen könnt. Und dabei sind die Pfeile wirklich nur so ein kleines Extra, so ein kleiner Bonus. Wenn ihr die natürlich mit einem roten Pfeil einkaufen könnt, umso besser, mit einem blauen Pfeil verkaufen könnt, ne, dann macht ihr noch mehr Gewinn. Aber das ist, wie gesagt, nicht der entscheidende Faktor. Und es ist absolut nicht so, und das habe ich sogar teilweise irgendwo mal gelesen, was absolut falsch ist und nicht stimmt, dass man sich nur auf diese sinkenden und steigenden Pfeile verlassen müsste. Das ist nämlich Blödsinn. Du kannst an manchen Orten Sachen für einen doppelten Preis kaufen und an einem anderen Ort, wo du es verkaufen kannst, ist das dann, wie gesagt, nur die Hälfte davon. Und das ist dann richtig doof. Verkaufen. Okay. Ah ja, Steintee, das war eben nicht so viel. Ich bin mir sicher, wir machen jetzt Plus. Ist jetzt nicht die Welt, aber ist auf jeden Fall Plus. So, Steintee ist übrigens sehr günstig, selbst wenn das im Hoheinfall das ist Verkaufspreis. Nee. Ist trotzdem relativ günstig, aber das ist natürlich auch nicht so, wo man das extrem viel Geld mitmachen würde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man pinke Korallen und Kristallerz irgendwo ganz gut verkaufen kann. Und ich meine sogar im Wald bei den Bäumen. Ich kaufe die mal. Knapp unter 2000. Knapp über 5000. Da gucken wir mal, ob wir das ganz spontan zu Geld machen können. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Ich mag aber diese beiden Orte. Imperial Shark ist ziemlich nice und auch das Dorf der Baumhirten ist ganz cool, weil man da nämlich gleich im Dorf startet, weil es da keinen Map-Ort davor gibt. Das macht es ein bisschen kürzer den Weg. Ich würde auch generell empfehlen, wenn man sich damit mehr beschäftigt oder generell das hochfarmt. Ich bin zu blöd, dieses Dorf zu finden gerade. Ja. Dann sollte man vielleicht schauen,
dass man diese Eirie mitnimmt, damit man schneller laufen kann. Das ist nämlich, glaube ich, echt viel wert. Man kann sich ja leider nur mal nicht direkt vor den Händen teleportieren lassen, was ich auch verstehe. Wäre aber sehr praktisch, ehrlich gesagt. So, wir gucken fix. Was habe ich? Kristallerz und... Was habe ich noch gekauft? diese Koralle, ne? Genau. Und die Koralle war, glaube ich, 1800 noch was. Und das andere war 5100 oder so. Ich hoffe, ich habe es nicht verdreht. So, ihr kauft doch bestimmt was an. Hier seht ihr zum Beispiel auch, die hier nehmen Schnitzereien für 1100. Hier würde ich immer noch Plus machen, aber Imperial Shark über 2000, ne? Und das ist sicherlich nicht mit so ein paar Prozenten zu erklären. Das ist ja mal klar. Hier, Pinkelkoralle 1000. So viel haben wir dafür auf jeden Fall gerade nicht bezahlt. Dafür haben wir gerade eben 1800 noch was bezahlt. Hier kriegen wir jetzt 4000 zusammen. Mit dem Kristall jetzt bin ich mir jetzt unsicher, ob das ein gutes Geschäft ist. Ja, es ist immer noch Plus. Es ist nicht so viel Plus, wie ich es gerne hätte, weil der Preis hier gerade sehr, sehr gering ist mit 83%. Aber es ist immer noch Plus. Ich mache es einfach jetzt, bevor ich drauf sitzen bleibe. Ich glaube, die verkaufen hier, glaube ich, nur diesen Maiskram und diesen Pfefferkram für recht guten Preis. Das ist es aber nicht unbedingt so sehr wert. Den Wein, der ist hier gerade sehr teuer, wie ihr seht, ne? Der ist gerade 113%. Das ist ein recht hoher Preis. Sollte man eigentlich nicht kaufen, aber es ist nicht so wichtig. Ich kaufe es einfach mal. Denn ich habe ja gerade gesehen, als wir in der Stadt waren von den Imperialen. Ich meine, da haben wir irgendwas gesehen mit 300 noch was pro Wein. Das wäre auf jeden Fall ein Gewinn. Vollkommen egal, ob ich sie teuer gekauft habe. Und dann seht ihr doch mal ganz deutlich, es geht wirklich nicht um die Pfeile. Die Pfeile sind wirklich nur ja, so ein bisschen extra Flavor. Klar, wenn man die optimal nutzt, ne, dann ist es noch besser, man kann noch mehr Gewinn rausschlagen. Aber es ist nicht notwendig, darauf zu achten. Und es ist definitiv nicht bestimmend dafür. Ganz und gar nicht. So, wenn ich das geschafft habe, dann reicht es hoffentlich auch. Dann haben wir auch genug gehandelt. Werde ich das hier wieder machen? Ich weiß nicht. Also, man kann schon schnell Geld damit machen. Ich glaube, wenn man jetzt sich eine Liste macht mit den bestmöglichen Handelsdingern und die abläuft, kriegt man ziemlich schnell ziemlich viel Geld, ohne große Mühe zu haben. Aber mittlerweile droppen die Gegner halt auch über 2000 Gold pro Kampf. Und das kann man halt auch machen. Insbesondere, wenn du an Orten bist, wo sie auch noch Antiquitäten verlieren. Das ist dann richtig gut. Und wir sehen, aha, das ist hier nur 4% höher. Beim anderen war es wie 113 oder so Prozent. Aber auf jeden Fall machen wir Gewinn hier, ne? Das ist keine Frage. Gut. Dann würde ich sagen, das müsste eigentlich reichen. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Gewinn für den Charakter gemacht. Wir werden mal vorbeischauen und gucken, ob wir ihn rekrutieren können. Und danach würde ich mal sagen, machen wir Begoma. Ich habe mal geguckt, es gibt drei Orte, also drei Dörfer, die ich aufsuchen muss. Da sind entsprechende Spieler. Und die muss ich wohl herausfordern. Um in dieser Story voranzukommen. Ohne mich jetzt die Story anzugucken, auf jeden Fall nicht. Gott sei Dank konnte man das ohne Spoiler nachschauen. Aber ich hätte nie rausgefunden, welche exakten drei Leute ich bekämpfen muss, damit die Story weitergeht. Außer ich hätte irgendwie alle bekämpft, aber das wäre mir auch ein bisschen zu doof gewesen. Das wäre auch ein bisschen random gewesen. Dann hätte ich auch eine Liste führen müssen, wen ich schon besiegt habe und so. Und das habe ich sicherlich nicht getan. Gut, eine falsche Richtung. Wir wollen ja hier hin. Also ich hoffe, es reicht mit dem, was ich vorher schon angesammelt habe an Gewinn. Es müsste eigentlich. Now, what did I tell you, Cobber? Look at all that profit. Reckon it's time you and me got into bizzo together. You just hand me the reins, and I'll light a fire under your earnings. Take my word for it, mate. With a grin and a wink, I could sell oil back to the snake. Willkommen. Welcome to the ranks. Pleasure's all mine, Cobber. Ja, im Großen und Ganzen macht er ja nur einen weiteren Handelsposten bei uns wahrscheinlich auf, wenn wir das dann aufbauen. Ich frage mich, wie viel das dann wirklich wert ist. Ich denke mal, er wird wahrscheinlich ein paar Waren haben, die sich bei ihm lohnen, dass man die da bei ihm kauft. Dass man einfach noch mehr Geld machen kann. Also ich würde ja schon erwarten, dass der vergleichsweise gute Preise für uns hat, wenn wir ankaufen. Damit wir das irgendwo besser verkaufen können, aber keine Ahnung. Und damit haben wir Hogan zu einem unserer Bünden gemacht, der heitere Händler. Ich frage mich, ob er auch kämpfen kann. Das habe ich mich damals schon gefragt, weil der im Prequel auch schon eine kleine Rolle gespielt hat. Einer der ersten Characters, die man trifft, tatsächlicherweise.
Und hätte damals, glaube ich, schon diesen Wurfdolch in der Hand. Nun, ich freue mich, dass du dabei bist. Ich weiß übrigens... Okay, das war ein bisschen weird, aber nicht so schlimm. Ich weiß übrigens am besten will nicht, ob ich hier alle Characters kriegen werde. Ich habe, glaube ich, mittlerweile irgendwo leider... Aber ich habe irgendwo eine Zahl gelesen, dass es irgendwie so 120 sein sollen, die man rekrutieren kann. Das ist eine ordentliche Nummer. Das ist sogar mehr als ein Rekrutenspiel. Ob ich alle kriegen werde, weiß ich nicht. Aber ich bin schon versucht, es zu versuchen, wenn man mal so blöd sagen darf. Wenn es nicht zu unmachbar wird. Noah, Hüterin, Marissa, alle, ich zähle auf euch. Einfach Marissa reicht. Du kannst mich auch einfach aufnennen, Rudi. Gilt für mich auch. Danke, Noah, Marissa auch. Ich zähle auf euch. Alles gut, jetzt auf zurück nach Atrabald. Nee. Das wird noch ein bisschen dauern. Atrabald machen wir es am nächsten Mal wieder, sage ich jetzt schon. Also wer jetzt hier Main Story sehen will, der ist in dieser Folge, glaube ich, nicht so gut aufgehoben. Ich würde sagen, wir gehen ganz kurz zurück nach Winterberg. I have literally never failed at it. Schauen wir, dass wir vielleicht seinen Handelsposten immer bauen. Da würde ich vielleicht nochmal nachgucken, was er so... Was er so, ankauft. Und was er vor allem verkauft. So, wo war er denn nochmal? Das weiß ich jetzt natürlich nicht mehr. Muss ich ein bisschen suchen. Ah, hier war er, perfekt. Brauchen wir was Seltenes dafür? Nein. Ah ja, er ist also zuständig für den Marktplatz. Schön, dass der jetzt endlich mal steht. Das war so ein bisschen ein kleiner Schandfleck. Unsere eigentlich schon recht schöne Stadt. Oh. Ich glaube, die müssten auch wieder fertig sein hier. Ich schau mal eben nach. Hey there. Ja, Berichte muss ich machen, ne? Nee, das ist ein alter Bericht, glaube ich. Nee. Du kannst deinen Bericht ansehen. Haben wir das schon automatisch jetzt bekommen und sind die auf dem Weg? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich kann sie halt nur abbrechen, die Mission. Das gehe ich davon aus, dass sie auf dem Weg sind. Okay. Ich dachte, ich hätte gelesen, wir können schon abholen. Na egal. Was machen wir jetzt? Begoma. Okay. Bin mal gespannt, ob wir da eine Chance haben. Ich wollte eigentlich warten, bis wir mal so einen goldenen Kreisel haben. Bisher haben wir noch keinen. Aber vielleicht können wir es ja auch so schaffen, ein paar Matches zu gewinnen. Und ich habe mir da jetzt die drei ersten Dörfer, die wir ansteuern müssen, rausgesucht. Ich gehe mal fix eben speichern, dass wir die Handelsgeschichte durch haben. Jetzt zwar noch nie ein Absturz, aber man muss ja nicht unbedingt mit dem Feuer spielen. Ne? Das muss ja nicht sein. So. Okay. Das erste Dorf, was ich aufsuchen sollte, war Aronside, glaube ich. Also Altwerden war eins davon. Und ich glaube, Kishiri war eins davon. Altwerden und Aronside. Ich meine, Aronside war das erste Dorf, was wir machen müssen. Und dass der erste Spieler da ist. Ich frage mich, ob das die Leute sind, die man immer gesehen hat, dass sie auch so eine Arena vor sich haben. Dass man das vielleicht daran sogar erkennen könnte. Ah, keine Ahnung. Also was ich für mich so ein bisschen mitgenommen habe aus meinen bisherigen Bergoma-Erfahrungen, ist tatsächlich, dass ich den Eindruck habe, ich guck mal, ob jemand ist, der so auch schon offensichtlich Begoma spielt, ist, dass dieses Clashen echt sinnvoll ist für dich als Spieler. Weil das ist die beste Kontrolle, die du haben kannst, ist dafür zu sorgen, dass du halt mit dem Gegner clasht. Das heißt, ihr macht beide euren speziellen Angriff zur selben Zeit. Weil unter diesen Umständen ist es viel, viel leichter, dem Gegner gezielt Schaden zuzufügen und sich nicht nur auf irgendwelche passiven Wälder zu verlassen. Ah, war der nicht unten am Wasser irgendwo, wo früher der Angler war? Nee? Okay, bist du das vielleicht? Nee, das ist deine Basis hier, ne? Okay, dann müssen wir erstmal rausfinden, wo der Junge ist. Ich dachte, vielleicht ist er ein bisschen offensichtlicher. Ist es aber wohl nicht. Ich hoffe mal, dass hier nur ein Junge ist, der spielt. Und nicht multiple Kinder. Vielleicht ist auch ein Mädchen, ich habe keine Ahnung. Kind halt. Da oben war ich noch nicht, ne? Ja, vielleicht mal gucken. Aber hier oben ist offensichtlich auch nichts. Okay. Vielleicht war es einer der ballspielenden Kinder oder vielleicht ist das Dorf auch falsch. Ich hoffe nicht letzteres. Dann müsste ich nochmal nachgucken.
Also war es einer von euch beiden? Nee. Nee. War das nicht dieses Dorf? Weil ich finde hier gerade niemanden. Also ich gehe davon. Na gut, das sind vielleicht nur Kinder, ne? Aber. Nee. Vielleicht bin ich hier falsch. Ich schau mal kurz eben nach. Nee, ich bin hier richtig. Es soll eigentlich sogar ein Kind sein, was man ziemlich offensichtlich sehen kann. Was mich überrascht, weil ich sehe kein Kind, was offensichtlich Belgoma spielt. Was komisch ist, weil ich hatte auch im Hinterkopf eigentlich die Erinnerung, dass hier irgendein Kind Belgoma gespielt hat. Ich hoffe, dass es wegen der Besetzung der imperialen Truppen jetzt nicht dazu gekommen ist, dass dieses Kind despawned ist. Bist du der Richtige? Du bist auf jeden Fall sehr schwach. Und da du keinen besonderen Namen hast, gehe ich mal davon aus, du bist nicht der Richtige. Ich mach dich mal zum Spaß. Kann ja nicht schaden. Aber ich glaube, die sollen schon Namen haben. An den werden wir absolut ausziehen, der Typ hat ja nichts. You're done for! Yes! Hör schon mal als Aufwärmübung, ne? Die machen meistens ihre Ulti, also ihre Fähigkeit, relativ nah an dem Punkt, wo sie bekommen, kurz danach sozusagen. Also wirklich meistens dann, wenn sie ihre auch voll haben, eine Sekunde später sozusagen. Und dann kann ich meistens einen Clash erzeugen. Und das ist die beste Möglichkeit zu gewinnen. Mal hier gewinne ich jetzt sowieso, weil ich völlig im Vorteil bin. Nein, das war ein bisschen zu früh. Das war okay. Schade. Wir gewinnen ja trotzdem. Ja, da brauchen wir jetzt nicht sonderlich stolz drauf sein. Weil es gibt zwar viele Sachen, die man taktieren kann zwischen den einzelnen Werten der Belgoma. Das ist absolut keine Frage. Wow, super. Völlig nutzlos. Habe ich den schon mal besiegt? Komme so vor. Also es ist nicht so, dass man sagen müsste, oh Gott, okay, das ist vollkommen egal, was man macht. Nee, ist es nicht, aber die einzelnen Ränge dieser Kreisel, die machen halt super viel aus. Also so ein Bronze-Ding hat halt keine Chance gegen Silber-Ding in der Regel. Ich würde sogar sagen, generell. Und ich denke mal, Gold ist wahrscheinlich noch wesentlich besser als Silberne dann wieder. Das heißt, wenn man nicht irgendwie auf demselben Rang spielt, hat man kaum eine Chance. Man kann natürlich trotzdem jemanden besiegen, wenn er zum Beispiel einen Goldenen hat und zwei Silberne. Das wäre machbar. Wo soll dieser Junge sein? Hier ist kein Junge, der spielt. Ich hoffe mal nicht, dass die Quest verbuggt ist, weil die Imperialen hier sind. Beziehungsweise, dass die Quest on hold ist und ich sozusagen erst einen Storypunkt erreichen muss, wo die nicht mehr hier sind. Das wäre ja super ärgerlich. Aber hier ist kein Kind, was das spielt. Ich werde jetzt mal die anderen beiden Dörfer ansteuern. Weil vielleicht habe ich das Kind ja auch mal gemacht und habe es deswegen hier nicht mehr vor Augen. Aber ich glaube nicht, dass das Problem ist. Egal, wir machen mal eins der anderen Dörfer, die ich jetzt gehört habe, gelesen habe. Das nächste wäre... Nee, ich bin einfach nur doof. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich bin einfach nur doof. Ich war im falschen Dorf. Wir hätten nach Altwerden gemusst. Na, wenn ich zwischendurch mal Altwerden auch gesagt habe, ist es sogar noch doofer. Wir waren im falschen Dorf. Das war mein Fehler. Ja, da oben. Das sind die beiden Kids. Die suchen wir. Okay. Die hat offensichtlich Belgoma spielen. Okay. Supi. Bisschen Zeit verschwendet. Yes! My Dragon Fang wins again! Bruder Tuck. No fear! I'll get you next time! You can try, kid, you can try! Du bist selber noch ein Kid. Excuse me. Yeah? You another Spinadier or something? Something like that. The name's Noah. I'm just starting down the path to Begum and Mastery. I see where you're coming from.
The motion of Begoma does have a unique charm to it. Then you've come to the right place, brother. Let's throw down. Es wird witzig, dass Rory das sagt, weil er auf Uhren steht, ne? Macht Sinn. The name's Tack. I'm pretty new myself, but I'm always looking for new challenges. That's what Begoma is, right? Taking on the strong, so you can become stronger. I'm ready to spin if you are. Legen wir los. You're on, Spinadier. I accept your challenge. Offizieller Gegner, nachdem wir damals unseren Rivalen in diesem Trainingskampf hatten, ist das der erste Offizier, den wir besiegen müssen. That's the spirit. Let's see what you got. Mal gucken, wie gut er ist. Ich bin mal gespannt, was der für Kreisel hat. Tatsächlicherweise. My Dragon Fang is made for offense, also known as the best defense. I'm gonna blow you right off the playing field. Ha! My world peace won't go down that easily. Not while it spins with my innermost will. Talk is cheap. Stand by for battle. Let's spin! Let it rip. Drei gleiche silberne. Also ganz ehrlich, dann brauchst du das gar nicht erst zu versuchen, bevor du nicht mindestens selber zwei silberne hast. Und selbst dann ist es nicht gegeben. Aber was ich gerade schon meinte, auch wenn jemand einen goldenen hat, kannst du ihn natürlich mit silbernen besiegen, wenn er sonst nur silberne hat oder noch was Schwächeres. Weil du musst ja nur zwei Runden gewinnen, ne? Aber er hat dreimal dieselben, das heißt, es wäre sinnvoll, sich entsprechend darauf einzulassen. Alle von denen sind windschwach und feuerstark? Oder wie? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das verstehen soll. Ob das eine Schwäche des Kreisels ist oder ob die Schwäche des Kreisels die logische Schwäche wäre, dass es Eis sein müsste. Was haben wir denn gerade so? Du bist aus. Eher defensiv. Du bist super gut. Die soll ich nie rausnehmen. Gigas ist super gut, weil er einfach super stark ist. Der macht super viel Angriffskraft und Defense. Der ist immer gut. Der hat nur Vorteile, der Bärenreiter. Der ist eigentlich auch ziemlich gut. Heißt, wenn, dann würde ich den Skorpion auswechseln gegen entweder Wind. Mal davon ausgehen, dass das gut gegen ihn dann ist. Oder Wasser? Weil ich... Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf das Wasser achten müssen. Weil man sieht ja auch nochmal das extra Element unter dem Namen. Ne? Bei den Sternen und den generellen Bezeichnungen. Und ich gehe mal davon aus, dass Wasser stark gegen Feuer ist. Das heißt, der Sahagin könnte hier gut sein. Das ist nur, dass er wahrscheinlich Windpower verlieren würde unter gewissen Umständen, aber das ist wahrscheinlich völlig egal. Also Wind und Wasser habe ich nicht zufällig in Kombination. Ne, okay, Wind hätte ich auch noch. Ich nehme den Sahagin mit und hoffe, dass er mir das bringt. Wir gucken mal. Habe ich eine sehr ausgeglichene Truppe, eine Balance, einen Angriffs- und einen Wächterboy. Wir versuchen es mal. Aber schon krass, dass er drei Silberne hat. Das finde ich heftig für den ersten offiziellen Gegner. Wenn ich den einen oder anderen Clash verursachen kann, sollte ich es eigentlich schaffen können. Mal gucken. Wir bleiben mal offensiv, wenn er auch offensiv meint zu sein. Ah, nicht perfekt ist nicht gut. Das ist schlecht. Naja, das ist zu langsam, aber ich muss erstmal aufladen. Wir gewinnen aber gerade schon. Dragon Power! Gotcha! Try this over size! Ach, wieder. Er hat ein komisches Timing, was seine Ulis angeht. Ist er gewartet? Jetzt komme ich noch nicht, aber wir gewinnen trotzdem erst darin. Sieht gut aus. Okay. Die Vorlage ist da. 1-0. Yes! Der Sahagin, der müsste eigentlich sehr gut sein, weil der Wasser ist. Er hat immer die gleiche immer Feuer. Ja, gewonnen haben wir. War aber auch ein sehr offensiver, brutaler Fight. Yes! Oh, man! Also gewonnen haben wir jetzt eh schon. Ist doch die Bonusrunde jetzt. Hier und die Defense jetzt. Und so ist. Let's do this! Ja, locker, gut. Wir haben souverän besiegt. Yes! Oh, man. Aber ich habe auch schon ein paar richtig gute Silberkreise. Also von den Silbern habe ich echt ein paar gute. Weil dieser Angriff M und Defense M in einem Kreisel Sache ist halt super stark. I win! Ja, ich glaube, dann haben wir den ersten besiegt. Really? Ich denke nicht, dass wir es jetzt komplett abschließen können jetzt mit dem Begoma-Kram. Dragon Fang! No!
was focusing on a fence a mistake? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, wenn da die ersten Leute mit Golden kommen, dann werden wir nicht mehr viel zu lachen haben. Aber ich versuche mal ein bisschen reinzukommen. Die ersten paar Fights zu machen. Hey, don't feel bad. Your top put up an impressive fight. Thanks. I may have lost, but I'm gonna learn from the defeat and grow stronger. And then, let's duel again. You got it. Oh, wir kommen sogar Das hatten sie damals auch gesagt, ne? Dass manche uns auch ihre Kreisel geben. Wahrscheinlich nur diese Story-Gegner, nehme ich mal fast an. Oder in der Regel die Story-Gegner. Er hat jetzt ja dreimal Drachenzahn, also kein Wunder, dass wir einen bekommen. Die würde ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt nutzen wollen, weil ich habe, glaube ich, bessere. Aber gut, das ist ein Anfang. Unser erster Schritt, unser erster ernsthafter Schritt auf der Reise der Begoma-Duellanten. Der Kreiseliere, wie sie sich auch nennen. Ich glaube, die nächsten sind... Einer ist Verne, glaube ich, und einer soll in Kishiri sein. Ich gehe mal nach Kishiri. I'm a teleportation. Unser gutes altes Heimatdorf, was hier 0, nichts wieder aufgebaut wurde. Und ich weiß immer noch nicht, wo dieser eine Junge ist, der zur Uni, der Universität wollte. Ich frage mich auch immer noch, ob wir die Universität jemals sehen werden. Hier kommt Noah also her, verstehe. Weil, ist hier noch viel auf der Map aufzudecken? Ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, ob wir damals bereits alle Orte sehen konnten auf der Karte, wie zum Beispiel die Städte in Imperia Shark. Nicht mit grünen Punkten, sondern mit den Symbolen auf der Karte selber. Weil dann sind wir im rein theoretischen einen der letzten Gebiete. Weil viel kann da ja nicht mehr kommen. Außer es kommt auch links unten dieser Bereich dazu, aber das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ein bisschen nerviger Weg hier, aber das ist schon okay. Aber wer ist hier überhaupt der Duellant? Ich hoffe, der ist wieder offensichtlich. So wie der eben. Ach, du bist es bestimmt, wa? Vielleicht sind es wirklich immer die Typen. Please be okay, Gigas. You just gotta be. Oh. Okay, vielleicht sind es immer die Typen, die vor so einem Ding stehen, ne? Dass das die Offiziellen sind. Da könnte man sich also doch ganz gut erkennen. Gigas höre ich aber nicht gerne. Das ist mein Topboy. Wenn er den irgendwie dreimal hat, dann habe ich Schiss. Oh. Cheer up, Fender. I've got your top right here. Good as new. Dr. Cork. Gigas Fist, you're okay. Oh, I missed you like crazy, buddy. Welcome home. Doc, I didn't know you did repairs. Yeah, well, there's a terrifying new warrior on the scene who's been utterly shredding his opponent's tops. Derselbe Typ, der damals von unserem Rivalen den Top geschrottet hat. Geschreddet, geschrottet, wie auch immer. I won't call him a Spinadier, lest I cheapen the word. You should see what he did to my top. The guy's a total monster. But at least it's all fixed up now. Thanks, Dr. Cork. He destroys his opponent's tops. That's way beyond the pale. Why, chum! Only an honorless blobfish would scupper a top. Diese kleinen Remarks von Charakteren, die du einfach nur selber zufällig eingebaut hast, ne? Das liebe ich ja einfach nur. If you continue down this path, you're certain to encounter him yourself. You must train hard and make ready for that day. Alles klar. Aber Euphorius hätte ich gar nicht dabei haben brauchen, ne? Dann hätte er hier nichts gesagt, aber jetzt konnte er was sagen, was sogar sehr passend war. Oh, I'll be ready. He's not gonna beat me. I don't think you know who you're dealing with. He'd destroy you. Das glaube ich ehrlich gesagt auch. He's that good? Er ist nicht gut, er hat wahrscheinlich 3 Golden oder so. He's incredibly good. So, you're a Spinadier too. Yep. Begoma has really got its hooks in me. Right? It's so much fun. Every spin is an expression of what you're thinking and feeling. Mein Gott, du. Es schmeckt und riecht nach Käse. Yes, exactly. But this Crash guy, he doesn't get it at all. I can't believe that I lost to him. Hey, I know. Why don't you and me throw the tops around? A duel with you is sure to make me stronger. What do you say? Ich hab ein bisschen Schiss vor dir, aber ja. Yes, Doc. Capital Y, yes. Ich hoffe, der hat jetzt nicht ernsthaft 3-mal Gigas. Yes! Let's do this. The name's Fender, by the way. And this is my partner,
Giga's fist. I'm Noah, and this is World Peace. Oh, that's a nice top, all right. But it's got nothing on mine. Netter Top, den ich nie benutze, weil er überhaupt nichts kann, aber ist gut. This baby here is as hard as steel. You think you can crack through its defenses? Nothing is certain until the tops have been spun. But you'd better watch out, because me and World Peace are of one mind and one soul. Oh, I'm getting real excited now. Come on, Gigas, let's do this. Get ready, World Peace. It's time. Stand by for battle. Es ist schon witzig, weil das so käsig ist. Let's spin. Okay. Das sind alles drei. Hä? Das meine Grunddinger hier? Scheinbar ja. Wurde man die grundsätzlich eingestellt? Wundert mich gerade. Nee, habe ich Gigas nicht dabei gehabt? Ich hätte doch auch einen Gigas. Ja. Habe ich gerade gar nicht dabei gehabt? Ich bin verwirrt. Aber ja, das ist derselbe, ne? Das ist mein Gigas. Er hat den dreimal. Warum hat er mit einem blauen Hintergrund den Gigas? Der ist schwächer. Gigas Faust ist schwächer als mein Gigas. Aha. Das ist irgendeine Lutscher-Gigas-Version. Okay, mein Freund. Das ist schlecht für dich. Du hast natürlich nur Erde dabei. Ich weiß gar nicht, was gut gegen Erde ist. Ich würde vermuten, Wind. Ich weiß aber gar nicht, wie das überhaupt in den Mänden sich hier verhält. Ist es dann bei Finsternis und Licht so, dass sie sich gegenseitig stark gegeneinander sind? Muss ja dann, ne? Weil es hier nur zwei gibt dann. Okay. Das heißt, Wind wäre bevorzugbar und ich könnte meinen eigenen Gigas reinbringen, weil er sehr stark ist. Ich könnte aber auch den Bärenreiter lassen, weil der Bärenreiter ist sowieso verdammt stark. Okay, dann nehmen wir also den Sahagin raus. Machen dafür unseren Gigas rein und dann irgendwie noch einen Windboy. Wir hatten noch irgendwo unten hier einen Windboy, der ganz gut aussah. Karbunkel, ne? Ja, Wind plus M. Den machen wir. Mal gucken, wie es läuft. Ich frage mich, was, wie das ist mit Wächter und Magier und so weiter. Es wird ja so wenig im Spiel erklärt, leider. Auch in diesem Minispiel jetzt. Wo da die Vorteile liegen. Also, man könnte jetzt sagen, Wächter ist irgendwie defensiver vielleicht. Balance ist halt Balance. Aber was macht ein Magier? Macht er extra viel Schaden mit dem Ulti oder kriegt den Ulti schnell wieder voll? Keine Ahnung. Oder es wird einfach nur ein weiterer Faktor für Steinschere Papier, dass es mehrere Ebenen von Steinschere Papier sind? Ich weiß es nicht. Aber ich habe Hoffnung, dass wir es gewinnen können, also let's go. Der alte Fender. Der andere war nur offensiv, er ist nur defensiv. Und dann lass uns mal reinclashen. Kein Perfekt. Got this. Wegen defensiv. Du hast offensiv gestartet, mein Freund. Gotcha. Now. Gotcha. Kabunk hat zwar eine Heilfähigkeit, now. Aber ich krieg trotzdem auf den Sack gerade hier. Gotcha. Ah, ich hätte kein Clash geschafft. Nee, das war schlecht. Gotcha. So knapp, aber das war schlecht. Das lief schon mal gar nicht gut. Dabei hätte ich hier den Elementenvorteil gehabt, wenn Wind stark in Erde ist. Da verirre ich mich da auch komplett und das ist gar nicht so. So, mein Gigas, der ist ja wohl stärker, oder? This. Gotcha. Now. Wenn zwei Tanks kämpfen, das dauert ein bisschen, aber wir sind im Vorteil. Take this. Now. Nee, die warten die länger als die normalen Gegner, hab ich das Gefühl. Hit him hard. Gotcha. Jetzt, okay. Come on, you can do it. Gotcha. Kill me now. Oh ja. Okay, ich sehe immer, die leuchten auch ganz kurz, bevor man bevor es zu spät ist. Now. Aber ich bin trotzdem zu langsam. Ja, ich bin zu langsam. Also man kann doch reagieren, dass was passiert, aber das ist schwieriger, als es vorher zu ahnen, finde ich. Gotcha. Aber wir gewinnen das, auf Dauer. Now. Take this. Hit him hard. Gotcha. Ja, hier wird mein Kreis einfach ein bisschen stärker als sein, oder? Yes. Der bessere Gigas. So, mein Bärenreiter, einer meiner Top-Boys. Ich hoffe, der haut jetzt rein. Ich gehe mal defensiv diesmal. Let's do this. Gotcha. Hit him hard. Take this. Hit him hard. Ich schaff's aber. Ja. Okay, war ein bisschen knapper, ein bisschen spannender, aber gewonnen haben wir trotzdem. I win!
You're pretty tough. Aber ob ich das mit den Elementen jetzt gut verstanden habe, ist eine andere Frage, ne? Ist Wind jetzt gut gegen Erde? Ich hätte jetzt davon ausgegangen, dass... Also klassisch wäre für mich jetzt Wind stark gegen Erde, Erde stark gegen Wasser, Wasser stark gegen Feuer und Feuer stark gegen Wind. Aber vielleicht ist das in diesem Spiel einfach gar nicht so. Kann natürlich auch sein. I did it! I won! Aw, I really thought I had ya. You almost did. Your top was a juggernaut. Nah, you had the stronger top and the stronger heart. You've got the potential to be great at this one day. Das Herz der Kreisel. I hope so, because I'll have to be if I want to beat that Crash guy. Well, when the duel's over, snack time begins. Can't fight on an empty stomach. Gigas Faust. Naja, ich habe einen besseren Gigas, deswegen brauche ich den glaube ich nicht, aber hey, nehme ich trotzdem gerne mit. Und dann gehen wir zum nächsten, von dem ich noch weiß, den ich heute noch machen wollte. Oh, hoffentlich machen kann auch. Und ich glaube, der war im Dorf Werne. I have lip. Is this right? Bei Hogan gleich die Preise geguckt, ne? Mache ich gleich noch, hoffe ich. Wo könnten denn hier die Begoma-Kids sein? Die coolen Kids. Wo sind die hier? Hm? Wahrscheinlich eher Richtung Marktplatz. Oh, nee, ist ja mittlerweile ein Hauptquartier der Imperialen. Macht ja gar keinen Sinn. Na, Hauptsache ich bin nicht wieder im falschen Dorf. Ne? Ah ja, du bist es bestimmt. Okay. Sie spinnt auch schon. Sie ist schon mittendrin. Hi. Are you just saying hello? Or are you a fellow Begoma warrior? Begoma warrior. Guilty as charged. My name is Noah. I knew it. Hey, you're not one of Crash's minions, are you? You mean the guy who's going around destroying people's tops? Yeah, him. He's made so many kids miserable. That jerk's gotta pay. Well, rest assured that I am not with him. In fact, I'm hoping to defeat him myself. Good. Then it sounds like we're on the same side. You want to train together? Yeah, I'd like that. Okay, then let's throw down. Let's see if you got the Begoma bug as bad as I do. Bereit, wenn du es bist. Ready when you are. I've been hungry for a challenge. Huh. I know the feeling. Once you start, it's hard to stop. Half the time, I want to jump in there and spin with them. Hat man gesehen, ja. Lass doch bitte sein. Anyway, my Chitalita is the swiftest top out there. Okay. Which means your goose is already cooked. Because speed is strength when it comes to Begoma. Nothing is certain until the tops have been spun. We'll see if your Cheetah-Lita can take down my world peace. Cheetah-Lita. Wow, that's an impressive top, all right. I can't wait to take you on. This is gonna be revolutionary. Yeah, yeah, less talk, more game. Get ready, world peace. On your mark, Cheetah-Lita. Stand by for battle. Hier ist wenigstens ein Name für seinen Kreisel, oder? World peace. Let's spin. Okay. So, das sind also alles balanced Speedy Boys in Windform. Die haben alle nur Power. Das ist schlecht. Hier wäre es, glaube ich, echt mal wichtig zu begreifen, welches Element schlägt. Ne? Ich könnte mich auch nur meine pure Kraft verlassen, weil Verteidigung M ist nicht schlecht und Angriff M, Verteidigung M auch nicht. Und hier könnte ich einfach reingehen und sagen, das ist der stärkere Windkreisel. Ne? Ich bleibe einmal beim Team und ich versuche es nochmal mit denen. Und dann gucken wir mal, ob wir dadurch schlauer werden oder nicht. Hauptsache wir gewinnen, ne? Mal gucken. Wahrscheinlich nicht. Sie macht mir ein bisschen Sorgen. Ich schau mal von der Seite an. Neue Strats. Get ready! Oh, ich bin fast rausgeflogen, wow. Kann man das eigentlich überhaupt? Ich glaube schon, so wie ich gerade am Rand war. Ich habe gar keine Chance. Die steht super fest in der Mitte.
Ich mach kaum Damage. Und die kickt mich fast raus. Ja. Ich habe nicht die geringste Ahnung, warum die so stark war gegen mich. Ich würde es gerne verstehen, aber ich verstehe es leider nicht. Aber vielleicht können unsere anderen Kreise wieder ein bisschen was reinhauen. Jetzt gehe ich in die Mitte. Weil da darf sie nicht hin. Sie darf auf keinen Fall in die Mitte kommen. Ich hab mich aber rausgedrängt. Keine Chance. Ich wollte ja eigentlich. Oh! Nee, ich habe keine Chance gegen die alle. Obwohl, ich gewinne eigentlich gerade, ne? Was laber ich denn da? Okay. Puh, die alte ist echt intens. Die alte ist wirklich intens. Die drängt dich so aus der Mitte und versucht dich dann aus der Mitte aus dem Feld zu kicken. Und ist dabei noch nicht mal schwach. Okay. 1:1. Mein mächtiger Bärenreiter. Ne, was verliere ich, glaube ich. Aber sie ist auch so unfassbar schnell voll. Und ich habe diese Selbstheilung am Bärenreiter, ja. Mein Bärenreiter hat ein bisschen Selbstheilung. Wir sind das geschafft, okay. Gott, die war echt intensiv. Das war die erste, bei der ich das Gefühl hatte, dass sie eine ganz andere Strat verfolgt. Mit diesem Schwerpunkt in der Mitte und dann sich immer wieder rauskicken. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas so veranlassen kann. Was dann in den Stats liegt, ob ein Kreisel in die Mitte fährt. War auf jeden Fall beeindruckend. Aber wir haben gewonnen. Nice. Yes! Take that! Ugh! I thought I was faster than everybody! You were wicked fast! Mm-hmm. I guess there's lots of different ways to excel. That's true. A Spinadier's potential has no limits. This kid I dueled earlier was pretty tough, too. Ah, war erst der Rivale? Looks like you're getting better at this. Nicht wirklich, ich habe nur ein bisschen bessere Kreise. Reed. Hey, that's him. He's the one who beat me. But you're not the only one who's been sharpening your skills. Noah, I challenge you to a rematch. I'll be waiting for you back at the Spin Doc's mansion. Okay. Noah, you didn't tell me you had a rival. That is amazing. Good luck. Thanks. I'll try not to let you down. Gepardita. Es wäre interessant, Gepardita jetzt so zu benutzen und zu gucken, ob sie bei mir genauso funktioniert, oder? Also, wir gehen auf jeden Fall dahin. Wir wissen ja, wo das ist, und das kommt sehr gut und passend. Ich habe nämlich ausnahmsweise mal etwas nicht vergessen. Und zwar die Tatsache, dass ich noch gucken wollte, ob ich nicht die Frau in der Bar mittlerweile anheuern kann, weil ich so ein seltenes Fundstück hatte bei den Gildenmissionen, wo man Leute aussendet. Wir gucken mal eben fix. Und danach gehen wir dann zum Doc und gucken mal, ob wir unseren Rivalen besiegen können. War jetzt gerade schon relativ hart, der Kampf, aber vielleicht nicht unmachbar. Und dann wäre ich erst wieder zufrieden mit Black Omar. Ich glaube, ich habe das Gefühl, erstens verstehe ich es noch nicht gut genug, und das ein bisschen problematisch ist. Und zweitens, ich hätte wirklich gerne einen Goldenen. Weil sobald wir einen Goldenen hätten, wären zumindest die ganzen Silberleute kein Problem mehr, ne? Dann würde ich ja immer mindestens eine Runde gewinnen. Das würde mir einen riesen Vorteil geben. Wenn ich zwei Golden hätte, wäre es sogar noch leichter. Aber wenn die Gegner jetzt mal Golden haben, habe ich eh keine Chance mehr, deswegen. So, was meinst du? Bin ich jetzt gut genug für dich? Noah! Is it true? Klingt gut. Because I hear your guild is rolling in the biggest scores. And that makes your friend, me, very excited for our future. If you're drowning in that much Bakwa, then let me dive in too. I am talking about you bringing me on as a guild deputy. You want to kick back, get rich real quick? 'Cause that's my mantra. I practically trip over the best treasures by accident, or my name ain't, whatever it is. What I'm trying to say is you can bank on me. Bei uns bist du willkommen. You have a place with us.
Finally! Room and board. I'll have the chicken skewers, please. I've made a terrible mistake. Ich glaub Don't nicht. You give me that I've terrible whatever, cause I am rock solid. When I rake it in, you rake it in, and she rakes it in. Rakes for everyone. Oh, Larla, that's my name. Drinks are on you tonight. Ach so. Ist das so? Jetzt habe ich auch das Gefühl, gemacht zu haben. Faule Dame Larla. Okay. Na gut. Lange nicht nachher Minus auf meiner Bilanz steht, wegen ihr ist ja alles okay. Mhm. Ah, ich will noch speichern, wenn schon hier, wenn stimmt. Kann sich mal wieder anbieten nach den ganzen Errungenschaften. Speicher, Speicher. Speicher, Speicher. Gut, dann Begoma geht weiter. Ins heutige Begoma-Finale, wohlgemerkt. Wenn ich den Kampf schaffen sollte, bin ich sehr happy und erstmal zufrieden. Wenn ich ihn nicht schaffen sollte und das Gefühl habe, dass ich auch gerade nicht schaffen kann, dann bin ich zwar nicht happy und zufrieden, weiß aber, dass ich auch da nicht vorankomme. Und fix mal auf den goldenen Warte. Vielleicht gehen wir dann auch ein bisschen lesen. Ich habe ja so oft gesagt, wir wollen noch ein bisschen Bibliothek, ein bisschen Lore mit reinnehmen. Das wird sich vielleicht heute zum Ende der Folge noch ganz gut anbieten. Dann haben wir von vielen Dingen ein bisschen was gemacht. Und dann habe ich auch das Gefühl, wieder ein bisschen was generell nachgeholt zu haben. Und ein bisschen was von dem Zwischenkram mitzunehmen, bevor wir in der nächsten Folge uns wieder um die Main Story kümmern. What a delight to see you again, Noah! I have been very eager to talk to you. Your tales of derring-do on the Spinadeer circuit have reached my ears. It sounds like your skills have been rapidly improving. Skills? Naja, meine Kreisel halt, ne? Now, as you've most likely gathered, there is a man named Crash, going around and wrecking other people's tops. And only the worst kind of cad would mistake destruction for a core part of Begoma. Yeah, the more I hear about him, the more I realize he needs to be stopped. I'm glad to hear it. Unfortunately, however, there are others who agree with his twisted philosophy. Lamentable. Simply lamentable. You're kidding. He has followers? I'm afraid so. Right here in our vicinity, even. We must exercise caution. With that in mind, might I suggest I relocate my operation to your headquarters? Oh, ich dachte, ich käme jetzt hier für ein Duell gegen Reed, aber scheinbar kommst du zu uns. Ich wette mit euch, es ist kein Kämpfer, aber es ist ein Hilfscharakter, den man mitnehmen kann, und er erhöht die Chance für die Droprate von den Kreiseln. Ist interessant, also wenn ich mal irgendwie starke Gegner sehe und meine, die könnten einen guten Kreisel haben, na, müsste ich vielleicht mal farmen gehen. Klingt gut. Ich nehme jeden, den ich kriegen kann. Works for me. I'd be honored to count you among my companions. Wonderful! Then I will set up a Begoma Research Center at your headquarters immediately. You have my thanks, noble Spinadeer. Ein Begoma Forschungszentrum. Warte mal, vielleicht kommt ihr auch dahin. Also Reed kommt da vielleicht hin. Ich muss erst bauen oder so. Dr. Kork wurde ein Verbündeter. Begoma Professor. Now, down to work. I must get word to Reed and apprise him of my new whereabouts. As soon as you're ready, let us reconvene at the new facility. Ich denke mal, ich muss erstmal bauen für dich, aber ja. Okay, dann müssen wir erstmal da wahrscheinlich hin. Das war anscheinend ein Zwischenschritt. Aber ein lohnender, denn wir haben einen neuen Charakter. Ach, du musst jetzt dich sehen. Dr. Walk ist wohl schon gegangen. Ich frag mich, wo er diesmal hin ist. Was war nochmal in der roten Truhe drin? Nicht die Kreisel, oder? Ich bin der Frage, ob man die hätte verpassen können. Diese Statue immer noch weird. gut, dann gehen wir zurück. Ne? Zurück nach Winterberg. Guck mal, ob wir die Forschungsrichtung bauen. Dann vielleicht mal gucken, ob wir eine Chance gegen Reed haben. Ich bin mir nicht sicher, weil ich fand die Lady gerade schon ziemlich heftig, die Kleine. So. In a building mode, are we? Sieh ihn dir zeitnah an. Ja, der muss also durch sein, ne? Guck mal gleich mal eben. So, so, so. Begoma. Wo ist denn der Kreiseldoktor?
hier nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man eben einfach ein gewisses Buch finden muss. Man muss es ja wahrscheinlich nicht dabei haben, weil das kann man ja gar nicht wissen. Aber es gibt wahrscheinlich ein bestimmtes Buch, was er braucht, was du das besitzt. Das ist es wahrscheinlich, ne? Das sind alles Kartenladen-Geschichten. Das ist die Werkstatt, die kann ich nicht bauen, weil ich kein Platinerz mehr habe. Hat er das Ding automatisch irgendwo hingesetzt? Muss ich dafür gar nichts selber bauen? Könnte das sein? Weil hier ist nichts, was mit Kreiseln zu tun hätte, ne? Oh, guck mal. Da könnte man endlich das Zimmer umdekorieren, aber ich habe nicht mehr genug von diesem ausgezeichneten Lack. Ja, das ist ja das Problem. Ein paar Sachen musst du halt abernten. Ich werde wahrscheinlich wieder auf eine Erntour gehen, aber erst wenn ich weiß, wo ich das Orichalkum-Erz und dieses andere, was wir diesen heiligen Bauspieler genau. Wenn ich weiß, wo wir die herkriegen, dann macht es wahrscheinlich wieder mehr Sinn, noch ein bisschen farmen zu gehen, was Materialien anbelangt. Aktuell finde ich das nicht ganz so lohnt. Ja, nö. Also ich sehe jetzt gerade nichts hier, was ich machen könnte. Also vielleicht hat er das Ding irgendwo hingesetzt. Das Problem ist, ich weiß ja nicht wo. Ich nehme mal davon aus, dass es nicht in der Hauptburg sein wird. Das würde mich nämlich sehr überraschen. Dass du dich irgendwo eingerichtet hast hier. Kann man das auf der Karte irgendwie erkennen? Ja, kann man. Da ist ein sehr offensichtliches Kreiselzeichen. Du hast also schon längst Fuß gefasst hier. Na dann. Ich muss hier erstmal runter. Mist. Dann gehen wir da nochmal im Fix hin. Und dann können wir noch vielleicht noch ein, zwei Bücher lesen. Und dann bin ich auch sehr zufrieden. Ah, den Händler ruhig noch gucken. Ja, vielleicht das auch noch. So viele Sachen zu tun. Behold, my magnificent new research center! Here I shall unlock Pagoma's deepest truths. Aber zwischen mir und diesem edlen Ziel steht eine mächtige Bedrohung namens Crash. Don't worry. I'm gonna keep practicing up. Excellent. The more you duel, the stronger you'll become, and the closer you'll be to Bagoma's greatest secrets. I hope you experience a great many glorious duels. Are you two done talking yet? Let's get to the good part. Ah, do forgive me. I still can't believe you just picked up and moved shop. Sounds like you've been training for this moment. Yeah, I've been spinning up a storm. Same as you. What sets us apart is that now, I'm unbeatable. I challenge you, Noah. You're gonna find out what me and Neo Absolute Zero are made of. Legen wir los, Reed. You're on, Reed. Challenge accepted. Now we're talking. After my last defeat, I redid all my calculations. They've never been more precise. And this time, you really are 100% done for. Nothing is certain until the tops have been spun. I have faith in world peace and in myself. Jedes Mal. Okay, Mr. World Confident. Peace. If you say so, I'm glad you're gonna make this interesting. Get ready, world peace! We'll show him, Zero. Stand by for battle. Let's spin! Okay, ich hoffe, du hast noch keinen Golden. Das immerhin nicht. Okay. Seine Kreisel heißen halt alle Neo Absolute Zero. Verteidigung hoch und sonst Verteidigung runter. Alle Feuer. Ich weiß halt nicht, ob Wasser jetzt gut wäre oder nicht. Ich weiß halt nicht, wie ich mit den Elementen umgehen soll. Da er nur dieselben Elemente benutzt, würde ich mich jetzt wieder eher auf die Grundwerte verlassen. Ich finde meine Kreise sind eigentlich alle ziemlich stark und nur den Karbunkel, der hat mir bisher noch kein Glück gebracht. Vielleicht würde ich den mal eben austauschen. Gegen eine andere mächtige Kreatur aus meinem Arsenal. Vielleicht diese Gepardita. Außer wenn jetzt Wind schlecht ist gegen Feuer. Wäre natürlich doof, ne? Nee, lieber nicht. Es geht nachher nur in die Hose. Drachenzahn. Nee, der ist ja auch schwächer vom Element her. Ligas Faust. Den Kaktusjäger mal eine Chance geben. Der kann halt Verteidigung verlieren, was nicht gut ist, ne? Ich trotzdem, komm, gib mal eine Chance. Hau rein.
Neo Absolute Zero. Gut, wir fangen wieder links an. Shit, das ist schon mal ganz schlecht gelaufen. Das darf nicht passieren. So knapp, das wird so knapp. Oh, puh. Intensiv zum Ende gewesen. Ohne den Crash hätte ich es nicht geschafft, auf keinen Fall. Okay, 1-0, aber es ist noch nichts geschafft. Was hat mein unsicherer Kaktusboy? Jetzt kommt mein sicherer Gigasboy. Diesmal kommt er perfekt. Wir sind vorne. Ja, wir haben's. Okay, wir haben ihn besiegt. Können wir ihn auch komplett über den Tisch ziehen oder kriegt ihr noch einen kleinen Ehrensieg? Aber bisher war mein Bärenreiter einer meiner besten, oder wenn sogar mein bester schlechthin, ne? Was gewinnen wir? Locker. Also diese Selbstheilung von dem Bärenreiter ist einfach Wahnsinn. Es ist keine der Fähigkeiten, die er in seinen Passives drin stecken hat. Also ich gehe mal fast davon aus, dass die Selbstheilung mit seiner Klasse zu tun hat. Also ob Wächter, Magier etc. Muss ich mal darauf achten. I win! I must have miscalculated. Oh ja, Reed. 3-0 haben wir dich über den Tisch gefegt. Mit World Peace, der nicht mal mitmacht, weil der Kreisel für den Arsch ist. Yeah, how's that? Oh, I can't believe I lost to the same opponent again. Cheer up, Reed. You've gotten stupidly good at this. Well, of course I have. I'm gonna be the strongest Spinadeer in the world one day. Ha, not if I get there first. Then the rivalry continues. So be it. Until our next duel, Noah. Also ich würde mal raten, beim nächsten Mal hätte er auch 3 Golden, ne? Das wäre naheliegend. Er hätte am ersten Mal ja auch 3 Kupferne, Bronzene, dann jetzt 3 Silberne. Also ich denke, ich muss jetzt Goldene kriegen. Am besten mindestens 2, bevor ich es überhaupt weiter versuche. Nicht, dass er jetzt der nächste Gegner wieder ist, klar, aber... You and Reed are two peas in a pod. A pod full of tops. Es wäre gut vorstellbar, dass die ersten Gegner jetzt auch anfangen, mit solchen rum die Ecke zu kommen. Incidentally, you might recall me mentioning Crash's minions. Well, I've succeeded in locating one. Ist gut, da kriegen wir jetzt nicht mehr gesagt, wo ich hin muss. Da muss ich nicht mehr nachgucken. Das finde ich super. Apparently, he's threatening the peace right here on your own turf. Will you bring this menace to Begoma justice? Das war unfassbar vage. You got it. I'm not letting Crash and his minions continue their spree of destruction. Right here in town, huh? I'll be on the lookout. Thank you, Noah. I knew I saw something special in you. Es ist offensichtlich alles viel ernster als die Bedrohung durch das Imperium, die Wiedergänger und was sonst noch alles am Horizont lauern könnte. Naja, hey. Aber wir haben ein gutes Stück dieser Story geschafft, hoffe ich mal. Das ist ganz zufriedenstellend. Vor allen Dingen, weil wir jetzt auch einen neuen Bewohner in der Stadt haben. Wir müssen uns mal umgucken, ob wir jemanden sehen, der irgendwo rumsteht, der irgendwie besonders aussieht, oder? Irgendwie auffällig ist. Das ist nicht, was ich hier gerade tue. Ich laufe gerade zum Händler, weil ich noch eben kurz checken wollte, was der jetzt so verkauft auf dem Marktplatz. Oder was der so handelt. Generell. Come on in. Steinsalz, Mais. Der Maispreis ist viel zu hoch. Steinsalz könnte funktionieren. Schwarzpfeffer ist auch nicht so guter Preis. Das ist einigermaßen okay, wenn man es oben in der Nordstadt verkauft. Ist auch nicht so ein geiler Preis. Ist auch nicht so geil. Das könnte was sein. Das ist nur ungefähr, was ich im Kopf habe, ne? Das Metallerz. Ich bin mir relativ sicher, das kann man bestimmt irgendwo teurer verkaufen. Das Kristallerz auch. Die pinke Koralle ist wieder knappi. Perlen, ja, Diamant. Interessant. Ich glaube, ich habe Diamant schon mal irgendwo zu einem wesentlich höheren Preis gesehen. Also es könnte sein, dass die Diamantpreise hier gut sind. Bin aber nicht todsicher. Parfum sieht relativ billig aus. Was kaufst du so an? Ist da irgendwas Auffälliges bei, wo ich sage, boah, krass.
Nein, bessere Preise als Chiak auf jeden Fall. Gemälde könnte was sein. Ich bin mir nicht sicher, wo man die billig kaufen kann. Hm. Terstein. Die kann man auch irgendwo billiger bekommen. Aber so richtig krass überrascht mich hiervon nicht. Es ist halt eine weitere Handelsstation. Ich denke mal, da gibt es ein, zwei Sachen, die ganz gut sind. Den Rest kannst du wahrscheinlich vergessen. Aber es ist trotzdem eine weitere Handelsstation. Das ist ja was wert. Gut, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich habe gesagt, wir lesen noch ein bisschen. Ich könnte jetzt zwar die Folge beenden, aber ich habe ja extra gesagt, wir lesen jetzt noch. Wenigstens ein Buch. Ein Buch machen wir noch. Zwischendurch mal, wenn es sich anbietet. Bibliothek war noch eine Etage höher, oder? Ja. Muss, weil unten kann es nicht gewesen sein. Das war, glaube ich, hier. Ja, dann kann ich euch gleich wieder ein paar Bücher abgeben, was gar nicht so schlecht ist. I'll take that book off your hand. Mhm. Found any books you like? So, alte Bücher. Wir haben bisher gelesen ausschließlich die Geschichte des Königreiches Euklis, ne? Das heißt, wir machen jetzt die Ursprungsgeschichte des Galenischen Reiches, weil wir hier oben sind und das neue Symbolwerk geht. Und nur so kann ich mir merken, was wir schon, also sicher merken, was wir schon gelesen haben. Und das ist sogar Buch 1, also eigentlich perfekt. Wir haben schon 12 von 20 Büchern. Cool. Die Ursprungsgeschichte des Galenischen Reiches. Das Galenische Reich ist ein Militärstaat, geboren aus dem Chaos, das auf den Fall des Alten Reiches folgte. Das Reich wurde von Alexei Galdea, König von Tulsian, gegründet. Nach der gewaltsamen Unterwerfung mehrerer Könige rief er im Sonnenjahr 477 das Galianische Reich aus. In späteren Jahren dehnte er die Grenzen des Reiches durch Eroberungen weiter aus, bis er auf einer seiner letzten Kampagne durch einen Pfeil zu Tode kam. Auf Alexei folgte sein ältester Sohn, Sigu Galdea. Es besteht noch immer der Verdacht auf ein Attentat, denn der Pfeil traf Alexei in den Rücken. Auf Sigu folgte im Sonnenjahr 526 Rat Friedlantis, ein Verwandter durch Heirat. Im Sonnenjahr 531 entstand ein massiver Aufstand im Westen des Reiches, aufgrund von Entwicklungen der Runenlinsenkunst. Auf der Suche nach den Geheimnissen griff das Reich ein kleines Elfenreich an und tötete viele. Dies löste Wut bei Elfen, Zwergen und Biestin aus und führte letztendlich zur Kordland-Rebellion. Die Rebellion loderte jahrzehntelang und das Reich verlor viel Gebiet. Im Sonnenjahr 562 richtete das Reich seine territorialen Ambitionen gen Süden und griff Norrister an. Es folgten erbitterte Kämpfe zwischen Lord Kilor-Ark aus dem Reich und König Estaruk aus Norrister, deren Endergebnis ein Waffenstillstand und der Rückzug des Reiches war. Es ist immer schön, wenn man so ein bisschen Lore liest, und wenn ich hier schon so viel Potenzial für irgendwelche Prequels sehe. Ich bin kein Riesenfan von Prequels, ehrlich gesagt, aber trotzdem sehe ich hier Potenzial. Ich würde sagen, wir lesen noch ein Buch. Ich habe zwei Bücher gesagt, wir machen zwei Bücher. Die Chronik von Norrister macht ja sogar Sinn, wenn wir uns gerade in Norrister aufhalten. Im Sonnenjahr 527 gründete Frestia Fury Norrister. Im Sonnenjahr 545 entfachte die Drachennation von Kenan den Krieg zwischen Kenan und Norrister, da sie behaupteten, das Territorium hätte schon immer Kenan gehört. Das könnte also vielleicht auch nochmal zum Problem bei uns werden, ne? Zu Beginn des Krieges hatte Kenan die Oberhand, doch war es Max Callum, ein niederer Leutnant, dem es gelang, Norrister in heldenhafter Bemühung erneut erstarken zu lassen. Mit blitzartigem Aufstieg zum Rang des Generals konnte Max Callum das Blatt wenden und den Konflikt beenden. Im Sonnenjahr 562 wurde ein Angriff auf Norrister durch das Galianische Reich durchkreuzt, als König Estaruk, davon gerade gelesen, mit seinen Streitkräften loszog, um die Angreifer zurückzuschlagen. Auch nach Ende des Krieges war er sich der Gefahr durch Galdea bewusst, weshalb sich König Estaruk um ein Bündnis mit Euklis und sogar Kenan bemühte und so die Liga der Nationen gründete. Eine zweite imperiale Invasion wurde im Sonnenjahr 582 zurückgeschlagen, jedoch flammten im Sonnenjahr 590 erneute Streitigkeiten zwischen Norrister und Kenan auf, weshalb Kenan die Liga der Nationen verließ. Weitere Feindseligkeiten folgten im Sonnenjahr 619 mit der dritten Invasion durch Galdea. Eine Hungersnot führte jedoch zu einem Rückzug aller Truppen. Also gibt es immer wieder Knistereien zwischen Kenan und Norrister. Ich bin mal gespannt, ob das in den aktuellen Ereignissen auch noch relevant wird. Aber ich würde sagen, das reicht erstmal. Die Bücher, die wir noch übrig haben, werden wir hoffentlich auch irgendwann zum Lesen bekommen.
Aber für heute bin ich zufrieden. Wir haben so ein bisschen Nebenkram abschließen können. Wir konnten uns ein bisschen auch Charaktere hinzufügen, was ich ganz angenehm finde. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich danke fürs Zusehen. Bye, bye. Bis dann.